Hallo allerseits. Ihr werdet euch fragen, was das hier heute werden soll. Aber ich denke, wir stellen uns erst einmal vor. Und ich lasse Felixilius den Vortritt. Ja, hi. Wie Chamberlain schon gesagt hat, bin ich Felixilius oder auch einfach Felix. Ich mache bei Nandurion beispielsweise mit. Das ist eigentlich so der Hauptteil der DSA-Sachen, die ich mache. Hab da unter anderem die Orkland-Spielhilfe mitverfasst. Genau. Bevor ich jetzt die Prämisse von dem ganzen Projekt hier vorstelle, Chamberlain, wer bist du? Ich bin Teil des aventurischen Quartetts bei Frosty Pen and Paper und ich rezensiere da auch die Sternenträger-Kampagne, erzähle ein bisschen was über Elfen und spreche gelegentlich Rassasur in Frostys DSA-Kampagne. Aber heute haben wir was anderes vor, und zwar war das die Idee von Felixilius. Und ich bin selber gespannt, was wir heute eigentlich genau machen. Also lassen wir uns doch das mal von ihm erklären. Was wir heute vorhaben, ist eine Rezension von DSA-Produkten zum Mithören. Die soll so funktionieren, dass selbst Leute, die das Abenteuer noch spielen wollen, und zwar nicht als Meister, sondern als Spieler, die bis zu einem gewissen Teil mithören können und dann für sich entscheiden können, ob sie das Abenteuer cool finden, ob sie das mit ihrer Gruppe spielen wollen, ob sie es ihrem Meister vorschlagen können. Genau, da fangen wir dann ganz normal an mit dem Konzept erklären. Wir erzählen so ein bisschen von dem, also wir erzählen von dem Abenteuer, wie das aufgebaut ist, erklären die Mechanik und danach kommen wir zu einem Spoiler-Teil, der dann vor allem für Meister ist oder für Leute, die sich eh entschieden haben. Ich spiele das Abenteuer nicht, aber ich möchte wissen, worum es geht und was passiert, wo wir dann vielleicht noch eine kleine Diskussion starten oder wenn uns irgendwas im Abenteuer auffällt und dann halt auch so einfach die Details des Abenteuers besprechen. Genau. Dann lass uns doch gleich mal anfangen. Jambay, magst du erstmal erzählen, was für ein Abenteuer wir heute hier rezensieren werden? Wir haben uns für das Heldenwerk-Abenteuer Blutiger Pelz entschieden, von dem Autor Christoph Traut. Das wurde redaktionell betraut von Tara Flink, Nikolai Hoch, Christian Nehling und Alex Spohr. Und der gute Felixilius müsste das mittlerweile eigentlich in- und auswendig kennen. Deswegen haben wir das so gemacht, dass ich ihm Fragen dazu stelle. Denn ich habe das Abenteuer nur so ein bisschen überflogen und möchte mir ein paar Sachen von ihm noch genauer erklären lassen. Genau, dann fangen wir doch gleich mal an mit der Prämisse des Abenteuers, wie man am Bild, wo ein Ork mit einem Grufhai, einem orkischen Kriegshammer zu sehen ist, schon erkennen kann, spielt das Ganze im Orkland, um genauer zu sein, im Sveltal. Blutiger Pelz spielt ungefähr im Zar 1041. Und die Auftraggeber, fangen wir mit dem schwierigsten Wort des ganzen Abenteuers an, ist die Horas kaiserlich privilegierte Nordmeerkompanie im Sveltal. Das ist eine Handelsgesellschaft, die es sich zum Ziel gesetzt hat, den Pelz- und Seidenhandel, der dort sehr stark ist, so ein bisschen unter ihre Kontrolle zu bringen. Und die konkurrieren sehr stark mit dem Handelshaus Störrebrand. Und von denen werden die Helden nun angeworben in Norhus. Wir werden ganz klassisch in einer Taverne angesprochen. Denn es gibt Probleme mit dem Handel. Einige Jäger wurden überfallen, wurden getötet, ihnen wurden die Pelze und die Seiden abgenommen. Und die Kompanie hat Angst um Gewinneinbußen. Und deswegen sollen die Helden im Auftrag der HPNC, dieser Horas-kaiserlich privilegierten Nordmeer-Kompanie, sollen aufbrechen in das kleine Dorf, kann man sagen, Hilgerdsheim, wo diese Vorfälle passiert sind. Und das Ganze aufklären, dafür sorgen, dass keine Gewinneinbußen mehr entstehen. Also reisen die Helden dann nach Hilgerdsheim und fangen an, dem Ganzen nachzuspüren. Also zuerst einmal, ich finde den Namen der HPNC großartig, aber ich werde ihn nicht komplett aussprechen. Vergesst es. Und dann fangen wir doch gleich mal mit einer kritischen Frage an. Ich so als Elfenspieler. Sollte man Orks mögen, wenn man Spaß an dem Abenteuer haben möchte? Man sollte sie zumindest nicht auf Sicht erschießen wollen. Das ist so die größte Voraussetzung, denn das Abenteuer spielt in den orkisch besetzten Gebieten des Sveltals. Und da ist es ganz gut, wenn man sich mit den jeweiligen Statthaltern von
Hilgersheim in dem Fall, also wenn man, dass man sich mit dem Statthalter von dort, dass man dem zumindest nicht aufs Maul geben will, sondern einfach mit ihm reden kann, ihn darum bittet, vielleicht die Leichen freizugeben, mit denen die Leute zu befragen, was denn so passiert ist, wer der mögliche Täter sein könnten. Man muss Orks nicht unbedingt mögen, aber man muss sie akzeptieren können. Damit haben wir, glaube ich, auch gleich mal eine Empfehlung oder eine Einschränkung dafür, was für Helden in dem Abenteuer geeignet sind. Also schon mal keine Elfen, die jeden Ork auf Sicht erschießen wollen. Gut zu wissen. Ganz genau. Welcher Archetyp kann denn in dem Abenteuer besonders glänzen? Also ist das ein Wildnisabenteuer? Das klang gerade nach Detektivplot, Leichen und so. Eine Mischung. Es ist tatsächlich, wie auf der Rückseite des Abenteuers auch immer schön beschrieben wird, ist es vom Genre her ein Detektiv- und Wildnisabenteuer. Ich denke, dass hier vor allem Helden, die eher ein wenig rollenspielerisch veranlagt sind, nicht so. Sagen wir es so, es gibt Kämpfe in dem Abenteuer, aber man kann auch als eine Person, die einfach mitdenkt, sich diese Fakten anschaut, versucht herauszufinden, wer der Täter ist, sehr viel reißen. Und ich glaube, das ist eine sehr angenehme Mischung auch für Wildnischaraktere, da die Mordfälle in der Wildnis rund um Hilgersheim, diesen kleinen Ort, diese Pelzjägersiedlung drum entstanden sind, kann man auch ganz gut glänzen, gerade wenn es um Spurenlesen und sonstiges geht. Das klingt doch schon mal sehr gut. Meine nächste Frage wäre jetzt gewesen, ob irgendjemand nur frustriert daneben steht. Aber das scheint ja nicht so zu sein. Wenn man jetzt zum Beispiel eine Magie dabei hat oder so, dann wird er vielleicht nicht das krasse Artefakt in dem Abenteuer finden. Aber er wird auf jeden Fall Gelegenheit haben, was mit seinem Hirn anzufangen. Das auf jeden Fall. Ich glaube, die einzigen Charaktere, die traurig oder enttäuscht daneben stehen, sind Elfen, die auf Sicht auf Ork schießen wollen. Weil das funktioniert hier nicht. Das ist okay. Tja, da wir ja aktuell noch spoilerfrei bleiben wollen, schauen wir uns doch mal direkt den Anfang an, weil ich finde, das ist jetzt nicht so ein großes Geheimnis. Es ist ein relativ typischer Tavernenanfang. Findest du das gut oder schlecht? Also in Anbetracht des Formates auch? Ich würde es weder gut noch schlecht, sondern eher als aventurisch bezeichnen. Dadurch, als dass Helden einen sehr, naja, großen Stand in Aventuren haben, es gibt sie einfach, man weiß, dass es solche Personen gibt, die halt einfach mal in der Taverne sitzen und Aufträge annehmen, finde ich es okay. Es ist ein zweckmäßiger Anfang für die Länge des Abenteuers, 16 Seiten, relativ kurz. Da kann man jetzt nicht erwarten, dass der erste Teil des Abenteuers nur die Anwerbung für den eigentlichen Plot ist. Also dementsprechend ist das schon okay. Zumal man diese Heldenwerke immer sehr, sehr gut als Baustellen verwenden kann und dann zum Beispiel sich die Teile rausnimmt, die einem gefallen und andere Sachen weglässt. Genau. Also da finde ich das voll in Ordnung für, gerade für dieses re doch recht kurze und kleine Format. Ja, und das passt ja auch irgendwie, oder? Also ich finde, bei manchen Abenteuern wirkt es ein bisschen gekünstelt, wenn es eben einen Auftraggeber und eine Belohnung gibt, weil es eigentlich gar nicht so zur Story passt. Aber in dem Fall ist es ja tatsächlich sehr naheliegend. Ich meine, diese Handelskompanie hat ihre Gewinne im Blick und es ist nur naheliegend, dass sie jemanden anheuern, um ihre Probleme da zu lösen. Genau. Das Abenteuer richtet sich tatsächlich auch an sehr, nennen wir es mal, niedrigstufige Helden, also noch im niedrigeren AP-Bereich. Das sieht man auch allein an der Belohnung, das sind ein paar Dukaten und ein paar Silber. Also nichts, was jetzt die Weltenretter von nebenan machen würden. Verstehe. Also für Helden, die das Geld vielleicht auch noch brauchen. Ja, zum Beispiel. Oder die sich einen Namen bei der HBNC machen wollen. Weil Ja, das das ist schadet natürlich nie. auch ein Aspekt. Schadet nie, eine Handelsgesellschaft im Rücken zu haben, denke ich. Wenn man jetzt tatsächlich Helden hat, denen es nicht so ums Geld geht, weil sie das vielleicht nicht nötig haben oder weil sie generell als Naturcharaktere oder so nicht so am Geld interessiert sind, dann ist das ja eine feine Sache, wenn sie vielleicht dann, naja, andere Motivationen haben. Also, da hapert es ein wenig an der Motivation tatsächlich, weil man laut Einstieg des Abenteuers, da ist man in Norhus, das ist eine Stadt ein Stückchen weit weg von Hilgersheim. Da kriegt man nur mit, ja, da sind ein paar Leute gestorben, geht mal dahin und schaut, wer das war.
Sehr rechtschaffene Charaktere können natürlich sagen, ja, das geht auf gar keinen Fall, dieser Mord muss gesühnt, aufgeklärt, die rechte Strafe muss vollzogen werden. Für Helden, denen das jetzt egal ist, ist das halt eher, die werden wahrscheinlich dann eher vom Rest der Gruppe mitgezogen. Okay, also das Menschenhelfer-Syndrom hilft nur bedingt in dem Fall, weil eben die Leidtragenden nicht gleich von Anfang an so präsent sind, oder? Ganz genau. Aber ja, kommen wir doch mal zu den NPCs, zu den Betroffenen, wenn man so will. Also mir ist beim Drüberlesen aufgefallen, die Namen der Leute, die sind wirklich programmatisch hinterwäldlerisch, oder? Also wenn man das so liest. Orken, Girta, Eber, Ole, Wurzel, Reto. Da ist man ja fast schon froh, wenn einer mal Albrecht Eichinger heißt. Ja, wobei ich sage, dass also das Weltall ist ein Cowboy-Setting. Das kann man nicht anders sagen. Es ist Goldgräberstimmung. Du hast kleine neu gegründete Städtchen, die jetzt gerade von irgendwelchen Pionieren aufgebaut werden. Du hast die Orks als sowohl, also kann man sehen, entweder als Indianer, als dieses urtümliche Volk oder halt auch als die großen Sheriffs, die da stehen oder die bösen Sheriffs oder halt, wenn es um die Jurach-Orks geht, die Ausgestoßenen, die Banditen. Es ist wirklich ein Cowboy-Setting und spielt natürlich auch mit seinen Klischees und dann sind so sehr tragende Namen natürlich auch programmatisch, gehören dazu so ein bisschen. Ah, das ist interessant, dass du das erwähnst mit dem Cowboy-Setting. Da habe ich erst kürzlich ein bisschen was dazu in Forschungsdrang und Rollenspiel gelesen. Da ging es auch ein bisschen um ja, die Anklänge von den Orks an die Indianer beziehungsweise auch an die Mongolen. Aber das ist jetzt nicht so relevant für unser Abenteuer, das wir hier haben. Wir hatten den Leuten versprochen, ihnen auch was über die Mechaniken zu erzählen. Was für Mechaniken kommen da denn so zum Einsatz? Also ich kenne aus der Sternenträgerkampagne viel diese DSA 5 Sammelproben. Ist das hier bei der Informationssuche ähnlich? Die Mechaniken, ja. Tatsächlich, wie gesagt, Heldenwerk, das ist ein relativ simples, kleines Format. In dem Fall sind die Proben auch sehr simpel gehalten. Man hat die ganz normalen, typischen Proben, die meines Wissens nach noch nicht mal, nee, die sind noch nicht mal erschwert. Also typische Würfel auf Etikette und dann findest du heraus, das und das sieht so und so aus und das erinnert dich an XY. Ich halte es jetzt mal sehr abstrahiert, einfach damit ich nicht zu viel erzählen muss. Dazu gibt es noch Vergleichsproben, also sowas Typisches wie Überreden gegen Willenskraft, also auch hier relativ basic, was die Regelntiefe angeht. Und wenn wir dann später zu den Kämpfen kommen, weil zu denen kommt's zwangsläufig, oder fast zwangsläufig, ich glaube, es wird schwierig, den Kämpfen zu entgehen, lässt sich das auch sehr in einem sehr niedrigen Spektrum sehen. Also das Regeltiefste, das Schlimmste, was man im Kampf hat, ist ein Sturmangriff. Man muss jetzt nicht auf 32 verschiedene Sonderfertigkeiten achten. Also sehr entspannt, sehr ruhig. Okay, das klingt auch durchaus anfängerfreundlich. Aber ich hänge gerade noch an der Etiketteprobe. Das musst du mir jetzt nämlich schon verraten. Muss ich Etikette würfeln, um richtig mit Orks umzugehen? Nein, aber eine der Spuren verlangt eine Probe auf Etikette. Interessant, interessant. Genau. Aber wir wollen ja nicht vorgreifen. Reden wir vielleicht noch kurz über die Ausstattung von dem Abenteuer. Ich habe gesehen, es gibt zwei hübsche Karten. Recht simpel, aber ich denke, die sind auf jeden Fall hilfreich. Und zwei kleine Vorlesetexte. Das fand ich ein bisschen merkwürdig, weil es ist für meinen Geschmack entweder zu viel oder zu wenig, aber gerade zwei Vorlesetexte zu haben, ist ein bisschen merkwürdig, aber es ergibt sich vielleicht einfach aus der Kürze des Abenteuers. Also die beiden Karten sind tatsächlich sehr angenehm. Es sind halt einfach zwei, einmal Hilgerts Heim, das beschrieben wird, und dann eine jetzt nicht näher spezifizierte Höhle. Man hat alles auf einen Blick. Es ist so in diesem typischen braun-grauen Kartenfarbton gehalten. Die Vorlesetexte sind auch sehr, sehr schön kurz gehalten. Ich persönlich nutze Vorlesetexte gar nicht so sehr, von daher ist mir das relativ egal, um ehrlich zu sein. Aber wer es will, kann man schon nutzen. Das ist ganz angenehm. Sind beide schön geschrieben? Passt. Ja, ist ja auch, glaube ich, immer so gedacht, dass man die auch nacherzählen kann, ganz wie man möchte.
Was mir tatsächlich noch aufgefallen ist, es gibt eine Illustration von einem der NSCs, von der vorher schon genannten Orkengirte. Die sieht ein wenig seltsam aus. Ich weiß nicht, die Dame sieht sehr verkrampft aus auf dem Bild. Das ist, ich weiß nicht. Das Bild hilft nicht unbedingt, um Empathie mit ihr aufzubauen, finde ich, aber mei. Ja, ich weiß, was du meinst, aber naja, man muss es seinen Spielern ja nicht unbedingt zeigen. Ja, das stimmt. Sonst gibt es noch so ein Landschaftsbild, so eine Flusslandschaft, ist, glaube ich, ganz passend fürs Welttal. Und dann eben nochmal den Cover-Org. Das Landschaftsbild kommt tatsächlich ursprünglich aus der Theaterritterkampagne. Das ist mir jetzt vor kurzem wieder aufgefallen. Ich weiß jetzt gerade ehrlich gesagt nicht, aus welchem Band oder ob es nur aus dem Meisterschirm kommt. Aber das Bild stammte ursprünglich aus der Theaterritterkampagne. Wobei das ja jetzt kein Drama ist, wenn man Bilder recycelt. Das ist ja voll in Ordnung. Ja, das ist ja auch so üblich. Genau. So, also ich freue mich ehrlich gesagt auf den Spoiler-Teil. Und zu dem würde ich jetzt dann auch gerne kommen. Aber bevor wir die Spieler verabschieden, sollten wir ihnen vielleicht noch sagen, wie denn so deine Meinung zu dem Heldenwerk ist. Also du hast ja auch viele andere Heldenwerke gelesen. Würdest du sagen, ist es eher eins der besseren oder eher eins der schlechteren Heldenwerke? Eins der besseren, meiner Meinung nach. Es gibt bei den Heldenwerken nie so große Totalausfälle. Am Anfang war man sich, habe ich das Gefühl, wenn man sich so die ersten Heldenwerke durchliest, ist es manchmal noch ein bisschen. Sie wussten noch nicht wirklich, was sie mit diesem Format anfangen wollten, aber mittlerweile hat sich das sehr gut eingependelt und eigentlich, ich kann mich jetzt an kein Heldenwerk spontan erinnern, das ich wirklich schlecht oder nicht gut, auch nur nicht gut fand. Dementsprechend finde ich, dass man blutiger Pelz sehr gut nutzen kann. Es ist für 2,99 auf Ulysses E-Books zu bekommen. Dementsprechend auch typischer Warum nicht Kauf. Also 3 Euro tun niemandem großartig weh. Ich mag es ganz gern. Man hat, man hat ein paar kleine Twists drin. Man hat ein schönes Setting. Wirklich dieses schöne. Ich mag dieses Cowboy-Setting, das Weltall, super gerne. Und man hat so richtig das Gefühl, okay, wir könnten jetzt auch die Marshals sein, die in den Ort reinkommen und Probleme mit dem Sheriff haben und den Mörder also finden müssen. Und dann gibt es noch die Banditen, die vielleicht schuldig sind, vielleicht aber auch nicht. Und wer weiß schon. Es ist so, Cowboys spielen in Aventurien. Wer es mag, voll cool. Wer nicht, nicht unbedingt das Format. Für mich ein typischer für 3 Euro oder halt beim aventurischen Boten einfach mit dazu im Jahresabo. Voll in Ordnung, kann man mitnehmen. Gut, dann, wenn jetzt alle Spieler weg sind, kommen wir mal zu den interessanten Fragen. Was mir bei der ganzen Sache sehr wichtig ist, Orks sind ja, naja, die typischen Standardgegner. Ob jetzt stark oder schwach, ist gar nicht so das Thema, aber Orks sind in der Regel einfach böse und müssen plattgehauen werden. Aber in diesem Abenteuer interagiert man ja auch auf, sagen wir, etwas weniger brutale Weise mit denen. Wie sind die Orks in dem Abenteuer so dargestellt? Also sind das eindimensionale Charaktere oder werden die auch mal ein bisschen komplexer? Allein das Format verhindert, dass die eine große Komplexität entwickeln. Auf 16 Seiten kann man jetzt keine großartig tiefgreifenden NSCs aufbauen oder NPCs aufbauen. Das ist ein bisschen schwierig, aber sie sind okay. Aber ich kann ja mal ganz kurz so ein bisschen die Story umreißen, dass wir jetzt auch wirklich den Spoiler-Teil angekommen sind und dann so ein bisschen erklären, wie die wichtigen NSCs so aussehen. Ja, ich glaube, das ist eine gute Idee. Genau, also ich fange mal an, ganz am Anfang. Man kommt in dieses Dorf Hilgersheim, wurde von der HPNC ausgeschickt. Die hat einen Handelsvertrag mit dem örtlichen Stammesvorstand der Orks, also der nochmal ein gutes Stückchen höher steht als der dortige Stammeshalter, also Statthalter. Aber eben diesem Statthalter, den trifft man jetzt, Sharkhag Rittertod. Ein Ork, der immer eine Schädelmaske trägt, der einen riesigen Gruufhai, also diesen riesigen Orkhammer mit sich rumschleppt. An seinem Finger einen komischen Siegelring hat. Das ist auch der Punkt, an dem man Etikette einsetzen muss, um herauszufinden, was dieser Siegelring, der so gar nicht orkisch aussieht, eigentlich bedeutet. Ah, das war die Stelle. Ganz genau, das war die Stelle. Ja, und Sharkhag Rittertod klingt natürlich schon wie ein echter Menschenfreund. Ja, zuerst denkt man, der ist okay. Also, es ist so ein Ork, der mag Menschen nicht, das ist akzeptabel, aber
Naja, also man kommt mit ihm klar, er erlaubt zum Beispiel, dass man die Leichen der getöteten menschlichen Pelzjäger also 12 Götter gefällig begraben darf. Er schaut immer mal wieder über die Entwicklungen der ganzen Sache drüber, also was die Helden so herausfinden, aber funkt nicht sonderlich rein. Äußert sich ein bisschen abfällig über die, aber das war es halt auch schon. Und das ist am Anfang noch ein sehr, sehr durchschnittlich grauer Charakter, bis man dann so ein bisschen auf die Spur kommt, was eigentlich passiert ist. Denn eben jener Shaka-Kritta-Tod gibt sich als anderer, also gibt sich mit seinen Kumpanen aus für, als Jurach-Orks. Jurach-Orks sind Ausgestoßene. Und gerade nach dem Fall von Tiefhusen, das ist eine Stadt im Orkland, die wurde vor, ich glaube mittlerweile in einem Jahr in-game, also 1040 oder 1039, wurde die von den Orks platt gemacht. Das liegt daran, dass dort einer gegen seinen Stammesführer rebelliert hatte. Ja, Shaka-Kritta-Tod hat Tiefhusen miterobert. Und der mag den derzeitigen Stammesführer der Orks allerdings gar nicht. Der hat ein persönliches Problem mit dem, einfach weil er der Meinung ist, der ist viel zu nett zu den Menschen. Dementsprechend gibt er sich als Jurach-Ork aus, als einer der ausgestoßenen Orks, beziehungsweise der Orks, deren Stamm vernichtet wurde, als Tiefhusen gefallen ist. Und überfällt Pelzjäger und tötet sie. Nimmt ihnen die Beute ab. Dem Ganzen auf die Spur gekommen ist die vorher genannte Orken-Girta. Eine Halborkin, die interessanterweise, nicht lustigerweise, eher interessanterweise, die Tochter des ehemaligen Statthalters ist, zusammen mit einer Krämerin, einer menschlichen Krämerin. Was auch schon re recht selten für Orks ist. Dementsprechend sie in der sehr patriarchalischen Gesellschaft der Orks ist A, eine Frau, was schon mal ganz schrecklich ist, und B, auch noch ein Halbmensch, was noch mal viel schrecklicher ist. Dementsprechend wird sie sehr unterdrückt. Die kommt dem Ganzen jetzt zufällig auf die Spur, wird aber entdeckt und muss fliehen. Und da kommen dann quasi die Helden ins Spiel, die die Morde versuchen aufzuklären und irgendwann im Ganzen auf die Schliche kommen. Ja, und so ist dann ungefähr das Abenteuer. Ja, also diese Orkengirta ist eine durchaus interessante Figur. Und ich weiß noch, dass ich drüber gestolpert bin. Es ging eben darum, ja, diese Krämerin ist ihre Mutter und sie hat eben eine Halborkin als Tochter. Und ich dachte mir sofort, okay, wer ist der Vater? Aber die Information, die musste ich mir dann hinten, ich glaube, aus der Charakterbeschreibung von der Girta raussuchen. Aber naja, ist bei so einem kurzen Abenteuer jetzt auch kein Beinbruch. Das stimmt. Naja, um das eben rauszufinden, was da genau passiert ist, befragen die Helden natürlich so die Einheimischen. Und eine von den Optionen war es eben, sich an das Gefolge von diesem Shaka-Gritter-Tod ranzumachen. Denn die können in der Taverne erfahren, dass die gerne mal daherkommen und sich besaufen. Und das Abenteuer hat da so die Idee, ja, also wenn die Helden jetzt versuchen, die unter den Tisch zu saufen, dann könnten sie das und das erfahren. Also meine Gruppen würden es nicht machen, aber was hältst du von der Option? Gute Naja, Idee, funktioniert sie gibt es das? halt. Ich weiß nicht, bei mir kam es jetzt auch recht selten. Also, meiner Erfahrung nach kommt das recht selten vor, dass sie zusammen mit irgendwelchen Leuten, die ihnen jederzeit aufs Maul geben können, trinken. Und diese drei Orks sind sehr offensichtlich, haben sie nicht so viel übrig für Menschen. Also, da ist halt die Frage, ob das so gut funktioniert. Andererseits steht tatsächlich genauso im Abenteuer, es kann tatsächlich eine rollenspielerische Herausforderung darstellen, weil die Spieler halt die ganze Zeit aufpassen müssen, dass eben jene Orks nicht im Alkoholsuff sich denken, so ein paar Menschen verprügeln, das wäre doch jetzt eine witzige Idee. Und dann halt im Suff so ein bisschen drüber erzählen, dass sie dann so ach so große Kämpfer sind und was sie dann so alles in Tiefhusen alles erobert haben. Das ist tatsächlich gar nicht so ein so unwichtiger Aspekt in dem Abenteuer, dieser Fall von Tiefhusen und das Nachspiel des Ganzen. Ja, es hängt bestimmt auch stark davon ab, was man für Charaktere dabei hat. Also, ich weiß nicht, so ein Torvaler könnte vielleicht schon auf die Idee kommen, die unter den Tisch zu saufen. Ja, definitiv. Oder ein Zwerg. Oder allgemein jemand, der keine Angst davor hat, sich mit Orks zu prügeln. Genau. Das haben die Zwerge ja schon oft genug bewiesen, dass sie da nicht so viel Angst vorhaben müssen. Ja, gut, also wenn die Helden dann eine Spur gefunden haben. Da war ja auch noch die Sache mit dem Begraben der Leichen, aber gab es da eigentlich noch irgendwelche Zusatzinfos dadurch?
Konnten Sie da irgendwas untersuchen? Bei den Leichen meinst du jetzt? Ja, natürlich, die kann man untersuchen, kann zum Beispiel herausfinden, dass die eine von einem, also durch einen ziemlich festen Schlag auf den Kopf getötet wurde. Beispielsweise ein Knüppel, ein Kriegshammer oder eben ein Grufei, also diese orkischen Kriegshämmer, was dann auch schon mal so ein bisschen stutzig machen kann. Zumal Verstehe, diese, das ist dann dieses Da-da-dam. genau, das ist so einer der Punkte, wo dann Helden hellhörig werden können. Gibt auch noch ein paar andere, gibt noch ein paar andere Spuren, beispielsweise die Hauptverdächtige, also diese Orkengirta, die jetzt natürlich von Sharkar Grittertod offiziell verdächtigt wird, natürlich weil er im Endeffekt das selbst war, aber er braucht halt einen Schuldigen. Und die hilft halt gerade, also die ist gerade ganz gut da dafür. Bietet sich Die gerade bietet an. sich super dafür an. Gibt noch so ein paar andere Sachen. Beispielsweise ist die nie sonderlich schlecht mit diesen beiden Jägern ausgekommen. Wieso sollte die jetzt plötzlich töten? Ihre Mutter lebt im Ort, die spricht auch von ihr in recht guten Tönen. Noch so ein paar andere Sachen. Dass beispielsweise in den Leichen von den beiden finden sich rote Holzsplitter und man hat schon vorher gesehen, dass viele der Orks Pfeile mit, also rot gefärbte Pfeile haben, weil das anscheinend, also laut dem Glauben der Orks, dafür sorgt, dass die ein bisschen besser fliegen. Sehr schön, das klingt ein bisschen nach Warhammer. Ja. Rot ist schnell. Genau. So funktioniert die Welt. Sehr richtig. Naja, und irgendwie kommt man dann ja auch dieser Girta auf die Spur, oder? Mehr oder weniger. Man folgt verschiedenen Spuren und kommt dann vor allem durch die Hilfe der Mutter, also diese Krämer Rieke, so heißt sie. Das ist ihre Mutter, die Frau des ehemaligen Statthalters oder zumindest Lebensgefährtin, kann man so sagen. Die erzählt irgendwann, wenn sie mit dem Ganzen konfrontiert wird, mit den ganzen möglichen Beweisen gegen ihre Tochter, sagt sie irgendwann, dass es eine Höhle gibt, wo Orkengitter mit ihrem Vater relativ häufig unterwegs war. Sie war natürlich extrem bestürzt, als, ach, das habe ich ganz vergessen. Der Vater wurde übrigens von Sharkar Grittertod getötet, weil bei den Orks ist es üblich, wenn jemand einen herausfordert und gewinnt, dann ist der andere tot. Aber man kriegt das in Posten. Nein, so ein Zufall. Ja, was für ein großer Zufall. Da haben wir dann also auch noch die persönliche Motivation, also auch für die Götter und so weiter. Ja, dann folgt man diesen Spuren, geht zu dieser Höhle und dort kann man dann die Orkengirta finden. Aber halt, sie ist gar nicht die Schuldige. Sie hat dort ein Lager entdeckt, das Sharkar Grittertod und seine Schergen aufgebaut haben mit den ganzen gestohlenen Pelzen und ihren Erbeuter aus Tiefusen. Und dann kommt es zum großen Showdown gegen Sharkar Grittertod. Ich erinnere mich, dass es da einige Optionen gab. Das hat mir persönlich recht gut gefallen. Also für mich klang es zwar nicht so plausibel, dass die Helden zu dem Zeitpunkt wirklich noch glauben, dass es eben die Girta war. Aber also sollte das aus irgendeinem Grund doch der Fall sein und die Helden Girta angreifen statt den eigentlichen Schuldigen, dann hat das Abenteuer da Ideen, wie man das lösen könnte oder was dann passiert. Das finde ich ganz gut, gerade bei so einem kurzen Abenteuer. Genau. Die Option heißt doch netterweise Tod allen Schwarzpelzen. Also wenn die Helden sich denken, ja, töten wir einfach mal alles, was schwarz ist und Pelz hat. Und das ist so, im Endeffekt kommt man dann dazu, also kommt zu diesem Showdown, wo man zusammen mit Orkengirte und einigen ihrer Verbündeten gegen Sharkar Grittertod und seine Verbündeten kämpft und dann im Endeffekt im besten Falle natürlich Sharkar Grittertod niederstreckt. Der kann auch diesen Sturmangriff, von dem ich vorher geredet habe. Also ein schönes, kompaktes, kleines Abenteuer. Ja, noch mit einem Bosskampf am Schluss und Genau. dann hoffentlich die Schuldigen entlarvt. Das berichtet man natürlich seiner Kontaktperson von der HPNC. Der nimmt dann Kontakt wiederum zu diesem Marduk Orkan, der Chef der Orks da, der Stammeschef. Dementsprechend kommt das Ganze dann zustande. Aber was noch viel interessanter ist, beziehungsweise was noch ein weiterer Twist ist, den wir jetzt ganz vergessen haben zu sagen: Sharkar Grittertod hat nicht einfach nur so Leute umgebracht, nein, er hat auch gleichzeitig einen Vertrag mit einem anderen Handelshaus abgeschlossen, dass ihm dann die gestohlenen Waren abnehmen sollen. Rate mal, welches Handelshaus? Da gibt es ja so unglaublich viele in Aventurien. Ich kann mich gar nicht entscheiden. Spoiler, es ist nicht die Madabasari. Dann bleibt ja fast nur noch. Oh, es wird doch nicht etwa Störrebrand sein.
Doch, es ist Störrebrand. Ja, also jetzt nicht sonderlich überraschend für Leute, die sich einigermaßen mit den Handelshäusern auskennen, aber ja, es gibt eine Händlerin von Störrebrand, die, die Pelze vor allem, also gerade Seidepelze, von da sehr begehrt, aufkaufen wollte und nicht große Fragen stellt. Naja, wenn Aha, man. aha, man hasst also doch nicht alle Menschen gleichermaßen. Genau. Ja, also der nutzt es für sich als Ausrede. Also seine Argumentation ist, er möchte Unruhe unter die Menschen bringen und warum nicht auch noch davon profitieren? Ja, warum nicht? Ja, warum nicht? Kann man mal machen. Und wie geht es dann für unsere NPC-Heldin aus, die gute Orkengirta? Gibt es ein Happy End? Das ist ganz davon abhängig, wie sich die Helden anstellen, weil, naja. Wenn sie es nicht blöd machen, wird sie halt von Sharka Gritter tot oder seinen Schergen niedergestreckt und das wäre halt schon ein bisschen blöd. Denn tatsächlich versteckt sich das Interessanteste an dem Abenteuer im Schicksal von Orkengirta. Es gibt Okay, bei lass den. hören. Ja, genau. Es gibt bei den Helden, beziehungsweise bei den wichtigen NSCs, gibt es immer verschiedene kurze Punkte, wo sie beschrieben werden. Also was wie Kurzcharakteristik, Funktion im Abenteuer, Hintergrund, blablabla. Und dazu gehört halt auch das Schicksal. Schicksal von Ra Sharka Gritter tot. Er stirbt, die Helden haben ihn besiegt. Yay. Schicksal von Orkengirta. Ich lese vor. Sollte Girta das Finale überleben, wird sie zu ihrer Mutter zurückkehren und als Nachfolgerin ihres Vaters die orkischen Jäger in Hilgards Heim anführen. Klingt jetzt erstmal nicht so spannend. Außer man weiß, wie die Gesellschaft der Orks aufgestellt ist. Denn dann weiß man, dass die extrem patriarchalisch sind. Also Frauen zählen da teilweise weniger als Vieh. Oder ungefähr genauso viel wie Vieh. Das orkische Wort für Frau ist tatsächlich Tier, das Orks gebiert. Sympathisch, sympathisch. Sehr sympathisch. Aber, also, das schreckliche misogyne Arschlöcher eigentlich, diese Orks. Aber hier sieht man, glaube ich, schon einen Unterschied, der sich vielleicht in zukünftigen Publikationen abzeichnen wird, hoffe ich. Nämlich eine gewisse Änderung im Orkland unter den Orks, wo Frauen vielleicht mal eine größere Rolle spielen. Ja, also ich habe teilweise mal nach Charakterbildern für Orks gesucht. Und es gibt richtig coole Orkinnen, aber die waren halt für DSA bisher eher schlecht verwertbar, sondern die kamen dann aus anderen Systemen. Yep. Aber es wäre ja vielleicht insgesamt wünschenswert, dass die Orks ein bisschen vielseitiger werden. Und im Svelte-Tal geht es halt los. Also ich meine, klar, man mag sie nicht, weil sie sind die Besatzer und so. Aber es ist doch ein anderer Zustand als offener Krieg. Und ja, es könnte tatsächlich langfristig einen Wandel bewirken. Definitiv. Historisch gesehen muss man die Orks natürlich als das typische Heldenfutter sehen. Also, wenn man jetzt sich Herr der Ringe anschaut, da sind halt einfach die Orks böse. Punkt. Und in der Frühzeit von DSA war das wahrscheinlich auch nicht anders. Man hat Orks gehabt, okay, Orks sind dazu da, um draufzuhauen. Aber mittlerweile ändert sich das, denke ich, ein wenig und gibt dann auch die Chance für interessante neue Völker, interessante neue Charakterkonzepte, was ich eigentlich sehr begrüßenswert finde. Ja, also es kann natürlich sein, dass wir jetzt hier phänomenal überinterpretieren, aber wir sind optimistisch. Wir gehen davon aus, dass dieser Satz nicht zufällig in diesem Abenteuer gelandet ist. Und es wäre ja vielleicht auch schön, wenn eine Heldengruppe irgendwann später nochmal in dem Ort vorbeikommt und, naja, sozusagen die Auswirkungen ihrer Taten da sehen kann. Das wäre auf jeden Fall sehr schön, ja. Na gut, ich glaube, damit haben wir das Abenteuer relativ ausführlich erörtert, oder? Fällt dir noch etwas ein? Nein, ich denke, wir können es dabei belassen, denn es sind ja auch nur, wie viel? 16 Seiten oder so? Genau. Also, ich sehe auf unsere Timeline und wir sind jetzt ungefähr bei 30 Minuten, 35 Minuten für den 16-Seiter. Mir graut's davor, was wir dann bei großen Abenteuern auf die Beine stellen. Aber irgendwie freue ich mich drauf. Ich hoffe, das funktioniert. Hoffen wir mal, dass es unseren Zuhörern gefällt. Und dann Genau. machen wir das vielleicht auch mal öfter. Ja, falls es euch gefällt, lasst es uns wissen. Wir werden das vermutlich bei Frosty als das erste Mal hochladen. Frosty Pen and Paper. Ihr solltet das kennen, sonst wärt ihr nicht hier. Lasst uns wissen, wie ihr es findet. Würde uns interessieren. Vielleicht können wir dann sowas öfters machen, auch mit anderen, mit größeren Abenteuern. Meine Meinung zu. Blutiger Pelz, habe ich gesagt. Kaufempfehlung, 3 Euro kann sich jeder leisten. Oder beim aventurischen Boten nebenbei dabei. Kann man machen.
Ich finde es ein sehr angenehmes, nettes kleines Abenteuer, was auch ganz gut als Einstieg ins Orkland oder für eine größere Orkland-Kampagne dienen könnte. Wenn man auch schon so zentrale Figuren wie den dortigen Stammesleiter Marduk Orkhan oder eben die HPNC kennenlernt. Dementsprechend war schön, dass ihr dabei wart. Danke dir, Chamber, fürs Moderieren, fürs Mithelfen, für mich ausquetschen. Hast du noch etwas zu Keine Ursache. sagen? Ich würde auf jeden Fall allen, die das Abenteuer spielen wollen, viel Spaß damit wünschen. Und ja, war schön dabei zu sein. Macht's gut! Hat mir auch sehr viel Spaß bereitet. Tschüss!